Herr Töne, wir kennen den Begriff der Nachhaltigkeit hauptsächlich aus der Umweltpolitik. Aber was besagt er in der Finanzwissenschaft? Welche Kriterien muss eine Finanzpolitik erfüllen, um als nachhaltig zu gelten? Nun, Nachhaltigkeit ist im Grunde in der Finanzpolitik mehr oder minder das Gleiche wie in der Umweltpolitik. Es geht auch in der finanziellen oder fiskalischen Nachhaltigkeit darum, dass wir einen Politikstil haben, der nicht zu Lasten der Zukunft geht, den wir nachhaltig durchführen können. Und das heißt, wenn man Finanzpolitik tragfähig, nachhaltig gestalten will, muss es eine Finanzpolitik sein, die auch in Angesicht zukünftiger Lasten, gerade im demografischen Wandel und aufgestauter Schulden, so weitergeführt werden kann, wie man sie jetzt gestaltet hat. Und wenn das nicht geht, wenn man das berechnet und sieht, Schulden häufen sich immer mehr und mehr an, dann ist es eine nicht nachhaltige Finanzpolitik. Man kann sie jetzt schon umgestalten, sodass sie dann zukunftsfest wird. Wieso reicht es denn aber dazu nicht aus, die Schuldenbremse zu beachten und die goldene Regel anzuwenden, nach der Schulden akzeptabel sind, wenn die Mittel investiv verwendet werden, dadurch also im gleichen Maße das Staatsvermögen erhöht wird? Wenn wir eine andere Ausgangsposition hätten, dann wären wir tatsächlich mit der goldenen Regel ernsthaft angewandt, tatsächlich nur für Nettoinvestitionen und nicht wie bislang immer für Bruttoinvestitionen, wo die Abschreibung und der Vermögensverzehr nicht berücksichtigt wird. Wir wären mit der Schuldenbremse auf der einen Seite und mit einer goldenen Regel auf der anderen Seite gut bedient. Wir sind nur in der Situation, dass wir A schon eine relativ hohe Schuldenlast haben, mehr als uns die europäischen Vereinbarungen, der Fiskalpakt auch zugesteht. Und wir haben als ein stark alterndes Land tatsächlich auch jede Menge implizite Schulden in den Sozialversicherungssystemen, für die wir auch Vorsorge treffen sollten, sodass nicht nur diejenigen Steuerzahlergenerationen, die dann ab 2030 etwa am härtesten davon betroffen sein werden, das alleine tragen müssen, sondern dass wir das verteilen. Und um dafür Vorsorge zu schaffen, reicht es nicht nur, jetzt ausgeglichene Haushalte zu haben, sondern es wäre besser, tatsächlich für eine Weile Überschüsse zu fahren. Wie groß sollten denn diese Überschüsse sein? Nun, die Tragfähigkeitslücke beträgt nach Berechnung des Bundesfinanzministeriums etwa 3% des Bruttoinlandsprodukts. Das wäre eigentlich das, was man an Überschuss erwirtschaften müsste, gesamtstaatlich, also Bund und Länder und Kommunen zusammen. So viel, denke ich, ist nicht notwendig, denn das hieße nur, die gegenwärtige Politik völlig unreformiert in die Zukunft voranzuführen. Wir schätzen 1% des Bruttoinlandsprodukts an Überschuss für die nächsten 15, 20 Jahre wäre ein guter Start und gleichzeitig noch ein guter Anreiz, die notwendigen strukturellen Reformen, die vor uns liegen, auch anzugehen. Als Ziel dieser Nachhaltigkeitspolitik hat sich Deutschland, wie die anderen Euro-Staaten auch, verpflichtet, sein Staatsdefizit wieder auf 60% des Bruttoinlandsproduktes zurückzuführen. Warum gelten gerade 60% als Marge der Nachhaltigkeit und nicht 20 oder 200 des Bruttoinlandsprodukt? Selbst mit 200% kommt zum Beispiel Japan doch halbwegs gut über die Runden. In der Tat, die 60% sind in gewisser Weise willkürlich, waren geschuldet der ersten Verhandlungen in der Vorbereitung der Währungsunion und entsprachen seinerzeit einem Wert, der ehrlich gesagt etwa das war, von dem Deutschland glaubte, das werden wir sowieso nie überschreiten. Nun, wir haben es schon seit längerem sehr gründlich überschritten. 60% ist kein Wert, der sakrosankt wäre. Es hätten auch 40, 50 sein können, auch 70. Was wir wissen, ist, ab 80, 90% kostet es auch volkswirtschaftlich, denn der Staat nimmt zu viel vom Sparangebot, zu viel von den Kapitalressourcen der Volkswirtschaft selber für sich in Anspruch. Dass Japan mit 200% Staatsverschuldung tatsächlich noch halbwegs hinkommt, ist in gewisser Weise ein Wunder, denn andere Bevölkerung würden ihre eigenen Regierungen bei einer solch enormen Staatsverschuldung und einem solchen Alterungsproblem, was die Japaner ja ähnlich haben wie wir, schon lange nicht mehr ihre Kapitalien zur Verfügung stellen. Hält denn der Bundesfinanzminister oder einer der Länderfinanzminister derzeit diese Schuldenkriterien ein? Also das Nachhaltigkeitskriterium, so wie wir es formuliert haben, hält keiner bislang ein. Also die Länderfinanzminister und auch der Bundesfinanzminister sind zumeist durchaus auf einem ganz guten Weg hin zu einer besseren
Einhaltung der Schuldenbremse, also auf dem Weg dahin, den Budgethaushalt zu schaffen. Nicht alle werden das tun, aber im Augenblick sieht es ganz gut aus für die meisten. Aber tatsächlich eine nachhaltige, vorsorgende Finanzpolitik in dem Sinne, dass man auch jetzt schon Rücklagen für zukünftige Lasten, von denen wir wissen, dass sie kommen werden, dass man solche Rücklagen schafft, das macht noch keiner. Sie fordern zusätzlich bei der Haushaltsplanung eine gesetzliche Investitionsschutzregel. Was hat man darunter zu verstehen? Nun, wenn man sich hinstellt und sagt, die goldene Regel, also die Investitionen werden durch Verschuldung finanziert in dem Maße, in dem sie auch genutzt werden über die Zukunftszeit. Wenn man sagt, das geht nicht mehr, so wie wir es sagen, weil der Anfangsbestand unserer Verschuldung schon zu groß ist, ist eine Finanzpolitik immer in dem Risiko, nur das Jetzt in den Vordergrund zu stellen, weil sie alles aus laufenden Einnahmen finanzieren muss. Und da gehen eben konsumtive Ausgaben, weil sie auch die Bürger direkt betreffen und damit natürlich auch das Feedback über die Wählerschaften und die Wahlen auch sehr viel deutlicher machen. Da ist das Risiko am größten, dass Investitionen besonders in den Hintergrund gestellt werden. Immer wenn kurzfristig gespart werden muss, wird erstmal bei den Investitionen gespart. Und das ist natürlich auch keine Politik, die nachhaltig sein kann, einfach die Infrastruktur zu vernachlässigen und zu verkommen zu lassen, was tatsächlich auch passiert. Und dementsprechend müssen wir, um die Zukunftslasten zu schultern, tatsächlich auch zu sehen, dass wir, wie zum Beispiel die Briten das auch machen, ein festes Budget unserer laufenden Ausgaben für Investitionen reservieren, um dort eben halt auch die Anreize für eine zukunftsgerechte Finanzpolitik zu setzen. Aber würde das im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass dann die investiven Ausgaben gefördert werden zu Lasten der konsumtiven und damit der staatliche Verteilungsspielraum, zum Beispiel zum Sprechen der sozialen Gerechtigkeit, geschmälert wird? Natürlich ist eine Politik, die sich auf stärkere langfristige finanzpolitische Nachhaltigkeit einsetzt, eine, die höhere Konflikte hervorrufen kann, weil einfach das Geld knapper ist, knapper sein soll. Und man kann jeden Euro des Staates nur einmal ausgeben und jeden Euro, den ich für die Zukunftsvorsorge nutze, kann ich nicht mehr für gegenwärtige Umverteilungsspielräume nutzen. Das ist auf jeden Fall richtig. Gleichzeitig darf eine Politik natürlich nicht darauf verzichten, handlungsfähig zu bleiben, auch im umverteilungspolitischen Sinn. Das heißt aber, man muss ein besonders scharfes Auge, man muss auch eine besondere finanzpolitische Konfliktfreude tatsächlich entwickeln, oder Konfliktbereitschaft ist vielleicht das bessere Wort, mit Blick darauf, tatsächlich die größeren Ansprüche von Investitionen und von Gegenwartskonsum gegeneinander abzuwägen und im Zweifelsfall tatsächlich das ein oder andere Mal eine gewünschte Umverteilungsmaßnahme hinten anzustellen. Der Bundeswirtschaftsminister erwägt, verstärkt Modelle öffentlich-privater Partnerschaft einzugehen. Dadurch soll der Investitionssteuer im öffentlichen Bereich aufgelöst werden, ohne damit die öffentlichen Haushalte zu belasten. Ist das ein gangbarer Ausweg oder eher eine Sackgasse? Also da wird sehr viel Hoffnung reingesetzt in öffentlich-private Partnerschaften. Viel dieser Hoffnung ist, glaube ich, übertrieben. Man muss das nüchterner sehen. Insofern, als wir uns mit der Schuldenbremse ja hinstellen und sagen, wir wollen keine neuen Verschuldungen mehr. Das heißt also, der Staat will nicht mehr privates Kapital, das ist Staatsverschuldung, in Anspruch nehmen, um seine Aufgaben zu erfüllen. Und dann kann man nicht auf der anderen Seite sagen, aber wenn wir das unter dem Namen öffentlich-private Partnerschaft machen, kann er trotzdem privates Kapital in Anspruch nehmen. Kurzum, öffentlich-private Partnerschaften sind kein Weg, die Schuldenbremse zu leichtern. Man kriegt nicht zusätzliche Finanzmittel, denn öffentlich-private Partnerschaften müssen unter der Schuldenbremse mit eingezählt werden, als wenn sie normale Staatsausgaben wären. Das heißt, man kann das nutzen, aber nicht zur Umgehung der Schuldenbremse, nicht um zusätzliches Geld heranzukriegen, wenn man nicht gleichzeitig bereit ist, auch staatliche Handlungsspielräume aufzugeben. Das heißt, in dem Sinne, dass zum Beispiel Autobahnen bemautet werden und betrieben werden von privaten, öffentlich-privaten Partnerschaften wie in Österreich, das ist vorstellbar. Man muss sich nur vergegenwärtigen, das ist denn auch ein zusätzliches Einnahmeninstrument. Da wird halt eine Maut erhoben, wie man anderweitig eine Steuer erhöbe. Also es ist nicht so, als wenn die Privatwirtschaft uns
aus finanzpolitischen Konflikten rausholte, wenn wir da mehr für Investitionen machen sollen. Herr Tönig, danke Ihnen für das Gespräch.